Pünktlich zur Indoor-Saison 2023 bringt Wahoo einen neuen Premium-Smart-Trainer auf den Markt, den Wahoo Kicker Move. Ich bin Fabio von Paysets und heute packen wir den Kicker Move aus. Gucken uns an, was drin ist, gucken uns an, was ihn besonders macht und vergleichen ihn mit dem Vorgänger, den Kicker V6. Beginnen wir mit der Verpackung und schauen uns den Karton des Wahoo Kicker Move an. Auffällig ist hier das neue Verpackungsmaß. Wenn man den Karton des Wahoo Kicker 6 und der Vorgänger kennt, ist dieser etwas breiter, auch gleichzeitig schwerer. Also das Verpackungsgewicht liegt hier bei 37 Kilo. Der Trainer an sich wiegt 29 Kilo. Das ist schon ein erheblicher Zuwachs verglichen mit dem Kicker V6. Der hat 21 Kilo gewogen und das Paket 25 Kilo. Anders wie bei dem Vorgängermodell öffnet man diesen Karton an der Seite. Dafür hat Wahoo eine farbliche Fläche eingebaut, dass man genau weiß, wo man den Karton öffnet. Hier steht Open und das werden wir jetzt tun. Wenn ihr den Wahoo Kicker Move bei uns bestellt, ganz wichtig, bewahrt Verpackung und das Verpackungsmaterial auf für einen möglichen Rückversand oder Austausch. Wir haben hier diese blau gefärbte Seite, wo Open steht. Wenn ihr das vorsichtig aufschneidet, könnt ihr den Karton an der Seite aufklappen. Und dann kommen wir zur nächsten Besonderheit. Anders wie bei dem Vorgängermodell, welches man von oben aus dem Karton gehoben hat, muss man hier den Wahoo Kicker Move aus dem Karton ziehen. Wir haben hier wieder diese blaue Färbung. Wir haben halt hier einen Griff, wo Pull dran steht. Und wenn ihr hier dran zieht, könnt ihr den Wahoo Kicker Move aus dem Karton ziehen. Was direkt auffällt, ist, dass Wahoo beim Kicker Move die Verpackungsmaterialien hier mit kleinen Illustrationen ausgestattet hat, die nochmal eine Hilfestellung geben zu den einzelnen Funktionen. Und jetzt können wir hier an der Seite den Karton auffalten, finden hier zum einen eine Anleitung. Dann haben wir hier die gesamten Kabel, die wir rausheben können. Dann finden wir hier ganz ansprechend eine Schablone, die uns hilft, unsere Achsbreite zu bestimmen, dass wir genau wissen, welchen Adapter, die beiliegen, wir für unser Rad benötigen. Auf der anderen Seite haben wir nochmal eine Erklärung von weiteren Adaptern, die beiliegen, zum Beispiel einem Spacer, wenn man eine 8-, 9- oder 10-Fach-Kassette fährt. Dazu muss man auch sagen, der Wahoo Kicker Move kommt von Haus aus mit einer 11-Fach-Kassette. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr auch direkt bei uns einen Kassettenumbau mitbestellen. Dann montieren wir die passende Kassette und auch optional den passenden Freilauf für euch direkt vor. Um den Kicker Move komplett herauszuholen, müssen wir diese beiden stützenden Kartonelemente rausnehmen, die einmal rechts und links hier zu finden sind, sowie zwei Styroporblöcke, die das Schwungrad sichern. Dazu können wir einfach hier den hinteren Teil herausheben und dann haben wir das Produkt komplett freigelegt und können es aus dem Karton heben. Nun haben wir den Wahoo Kicker Move ausgepackt. Identisch zum Kicker V6 können wir nun die Beine einfach ausklappen, indem wir diesen blauen Knopf drücken. So wie wir hier den Kicker Move auf die entsprechende Rahmengröße stellen können. Er steht hier schon auf 700C, welches den gängigen Rennrad entspricht. Nun haben wir den aufgestellten Kicker Move vor uns. Wir sehen die bekannten Kicker Axis Feet. Das heißt, ihr könnt ihn zum finalen Ausrichten hier noch an den Füßen drehen, sodass er quasi sicher steht. Und dann sehen wir hier schon die Besonderheit oder das größte neue Feature des Wahoo Kicker Move. Das ist, dass er nun nicht nur die Bewegung nach links und rechts in die eine Achse simulieren kann, was der Kicker V6 schon konnte. Durch diesen neuen Aufbau ermöglicht es der Kicker Move auch eine Bewegung in die zweite Achse, neben seitlich auch vor und zurück. Und das ohne zusätzlichen Adapter, automatisch integriert in den Kicker Move, in den Smart Trainer an sich. Ihr seht hier vorne einen Kippschalter. Dieser ermöglicht euch einmal diese Bewegung
freizuschalten oder das Gerät zu arretieren, indem ihr einfach hier auf das Schloss drückt und dann rastet der Kicker Move ein und ihr habt theoretisch einen starren Rollentrainer, der nicht nach vorne und nach hinten sich bewegt, sondern aber dennoch immer die seitliche Flexibilität durch die Kicker Access Feeds bietet. Und in diesem Modus mit der gelockten Move-Funktionalität ist er quasi identisch zu einem Wahoo Kicker V6. Im nächsten Schritt schauen wir uns das beiliegende Zubehör des Kicker Move an. Wir haben hier den Schnellspanner, der bereits montiert ist, mit dem passenden Schnellspanner-Adapter. Und in der beiliegenden Box finden wir dann unter anderem das Netzteil sowie die Kabel. Wir haben hier noch Access Caps für die Füße. Dann haben wir hier die entsprechenden Steckachsen-Adapter und noch Wahoo Sticker. Als nächstes werden wir ein Fahrrad mit Steckachse auf den Kicker Move spannen. Dafür tauschen wir die Adapter. Wir haben hier Steckachsenadapter mitgeliefert, 8 und 9. 8 ist für die Antriebsseite und 9 ist hier der Steckachsenadapter für eine 142 mm Steckachse. Dafür lösen wir hier den mitgelieferten Schnellspanner, entfernen hier auch die mitgelieferten Schnellspanner-Adapter und bringen die Steckachsenadapter an. Hier haben wir den für die Antriebsseite, den wir einfach reinstecken. Und hier haben wir den für die 142 mm Steckachse, den wir auch mit Pfeilrichtung einfach hier anbringen. Bevor ihr das Hinterrad an eurem Fahrrad ausbaut, ist es am einfachsten, wenn ihr in den höchsten Gang, also auf das kleinste Hinterritzel, schaltet. Danach löst ihr eure Achse. In dem Fall haben wir eine Steckachse, die wir hier mit einem 6er Inbus lösen. Zum Einspannen visiert ihr mit der Kette das kleinste Kettenblatt auf dem Smart Trainer an und lasst euer Fahrrad dann einfach in den Smart Trainer gleiten. Anschließend steckt ihr eure Steckachse wieder in das Fahrrad und befestigt somit euer Rad auf dem Smart Trainer. Das Fahrrad ist nun in den Kicker Move eingespannt. Bevor es jetzt mit dem Training losgeht, müssen wir den Kicker Move noch mit Strom versorgen. Und danach zeige ich euch noch, wie ihr den Kicker Move in der Wahoo App einrichtet. Der Anschluss für das Stromkabel ist hier am Schwungrad. Und dann schließt ihr das mitgelieferte Stromkabel einfach an das Netzteil an. Wenn ihr das Stromkabel angeschlossen habt, seht ihr, dass hier die Lampen blinken. Und wie ihr sehen könnt, haben wir einmal hier das Bluetooth-Icon und das WLAN-Icon. Denn der Kicker Move hat genau wie der Kicker 6 schon die eingebaute WLAN-Funktion. Das ermöglicht euch ein viel einfaches Aufspielen von Updates und einfach von einer Synchronisation eures Kicker Moves mit dem Netzwerk und dem Internet. Nun zeige ich euch, wie ihr den Wahoo Kicker Move mit der Wahoo App einrichten könnt. Dazu öffnet ihr die Wahoo App und könnt dann bei verknüpfte Sensoren unter Bearbeiten einen neuen Sensor hinzufügen, könnt dann einen neuen Sensor schnell koppeln. Dann muss das Bluetooth eingeschaltet sein bei euch und der Kicker Move muss mit Strom verbunden sein. Und wie ihr seht, wird er hier schon angezeigt. Den wählen wir aus, speichern den Sensor. Dann wählen wir hier einmal die Trainingsprofile aus. Die voreingestellten lassen wir einmal hier so stehen. Und dann ist der Kicker Move schon verbunden. Wenn ihr den Kicker Move in eurer Wahoo App habt, könnt ihr darüber die WLAN-Einstellung steuern und sorgt somit dafür, dass euer Kicker Move immer die neuesten Firmware-Updates bekommt und immer up-to-date ist. Jetzt werden wir eine Runde auf dem Kicker Move fahren und einmal schauen, wie sich das neue Move-Feature anfühlt. Wir haben nun den Move-Mechanismus, der den Kicker Move nach vorne und nach hinten bewegt, arretiert. Das heißt, aktuell ist das starr. Wir haben jetzt nur die seitlichen Bewegungen durch die Access Feeds, die auch schon an dem Kicker V6 verbaut waren und die eine angenehme seitliche Neigung ermöglichen für ein dynamischeres Fahrgefühl und vor allen Dingen auch für ein realistischeres Fahrgefühl. Nun lösen wir hier die Sperre, aktivieren diesen Move-Mechanismus und haben jetzt neben der seitlichen Bewegung auch noch die Bewegung in die frontale Achse. Durch die Bewegung in die zwei Achsen habe ich nun ein noch dynamischeres Fahrgefühl. Das heißt, ich bin überhaupt nicht starr auf dem Fahrrad, sondern
kann mit ihrem Fahrrad viel mehr arbeiten, auch wenn ich jetzt in den Wiegetritt gehe oder wenn ich einfach hier intensive Intervalle fahre, fühlt sich das Ganze super flüssig an und ja, schafft einfach eine unglaubliche Dynamik beim Indoor-Cycling. Kommen wir zu den technischen Details des Kicker Move. Er ist weiterhin das Premium-Modell von Wahoo. Das heißt, er bietet eine Leistung von maximal 2200 Watt. Er bietet eine extrem hohe Genauigkeit von plus minus 1% und er bietet neben Bluetooth und ANT Plus auch die WLAN-Verbindung, die wir bereits angesprochen haben, und ist damit vom Grundaufbau identisch zum Vorgänger, dem Kicker V6. Auch optisch hat sich am Aufbau des Geräts, wenn man den Kicker V6 mit dem Kicker Move vergleicht, nicht viel geändert. Die einzige Neuerung, die der Kicker Move mit sich bringt, ist auch gleichzeitig das größte Feature. Das ist die Move-Funktionalität. Das heißt, ich habe die seitliche Neigung durch die Kicker Access Feed und ich habe die Beweglichkeit nach vorne und nach hinten durch die neue Move-Funktion, durch diesen neuen Move-Aufbau. Damit ist der Move ein super interessanter Indoor-Trainer, weil er es schafft, diese Beweglichkeit in dem Gerät zu vereinen, ohne extra Adapter, die ihr dazu kauft. Ihr habt diese zwei Achsen, in der ihr euch bewegen könnt, nach vorne und nach hinten, sowie die seitliche Neigung direkt in dem Gerät integriert. Wenn ihr den neuen Kicker Move einmal selbst testen wollt, kein Problem. Ihr könnt ihn bei uns im Paces-Abo bis zu 12 Monate lang mieten und somit einmal die neuen Funktionen selbst für euch testen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Unboxing- und Produktfeature-Videos. Wenn ihr Fragen zum Kicker Move habt, stellt sie gerne in den Kommentaren oder schreibt uns via WhatsApp, via Mail oder ruft uns einfach an.